geht gegen Schalke ran. Wie heiß ist man auf so ein Spiel? Ja, das ist das letzte Heimspiel. Ich glaube, wir wollen den Fans auf jeden Fall einen super Abschied noch hier spielen und alle Gas geben. Ich glaube, wenn man noch sieht, für Schalke geht es ja noch um alles. Die müssen die nächsten zwei Spiele, glaube ich, auch gewinnen. Und da müssen wir uns auf was einstellen. Und ich glaube, wir sind in der Rückrunde da sehr gut dabei. Und wir haben eine gute Rückrunde gespielt. Ich glaube, wir müssen da anknüpfen. Und ja. Wenn man als Spieler enger zusammenrückt, gerade in so einer Insolvenzzeit und jetzt quasi das letzte Heimspiel ansteht, viele Spieler die Mannschaft verlassen werden, ist da schon so ein bisschen Wehmut mit dabei? Merkt man das auch in der Stimmung oder dass es ein bisschen anders ist in der Mannschaft und in der Kabine? Ja klar, man hat hier Freunde gewonnen, man hat nette Leute kennengelernt und man ist zusammengewachsen. Und wenn dann der ein oder andere Spieler geht, aus persönlichen Gründen, familiären Gründen oder Perspektivgründen, dann ist es leider so, müssen wir akzeptieren. Ist zwar immer traurig, so am Ende der Saison, wenn ein paar Spieler dann gehen, die du auch gern hast. Aber das müssen wir natürlich akzeptieren, respektieren und müssen wir weiterkommen. Ich glaube, für die neuen Spieler ist auch ein Blumenstrauß reserviert vom Spiel, die große Verabschiedung. Wirst du dabei sein oder möchtest du in der nächsten Saison hier wieder angreifen? Also geplant ist nicht, dass ich erstmal dabei bin, aber wer weiß. Für mich ist immer die Frage, bleibt der Trainer, bleibt er nicht? Und ich glaube, dass ich mich hier wohlfühle, habe ich immer gesagt. Und ich wurde hier damals auch immer gut aufgenommen, als mich keiner wollte, auf gut Deutsch. Hatten die hier eine offene Tür und ich glaube, dass ich da was zurückzahlen muss diese Saison und vielleicht auch nächste Saison. Ja, stimmt mich schon positiv.